Hallo liebe Leute und willkommen bei Meme Improved. Nicht wundern, dass ich hier so am Näseln bin. Nein, ich bin nicht krank. Ich habe, ja, wie soll man sagen, durch ein neutraler Beobachter würde sagen, durch einen selbstverschuldeten Umstand habe ich eine größere Menge Staub eingeatmet und jetzt läuft mir hier so ein bisschen der Rotz. Nichtsdestotrotz werde ich euch jetzt mit einigen Dingen über das Fasten belästigen. Insbesondere möchte ich über einen ganzen Fastentag sprechen, also wie man eben so damit umgeht. Und weil die Vorteile oder anders die Effekte und die Sachen, die man berücksichtigen sollte, gehen weit über das Physiologische eben hinaus. Deswegen wird das Video ein bisschen zweigeteilt oder die Themen werden ein bisschen zweigeteilt. Ich werde einige Aspekte aus dem Physiologischen nennen und dann aber auch recht zügig dann zu der Implementierung und der gesamten oder der Bedeutung des Fastentages oder eines ganzen Fastentages innerhalb eines Lebenswandels dann eben zu sprechen kommen. Ich hoffe, der Satz macht jetzt Sinn. Jedenfalls haben wir bei den physiologischen Dingen die Möglichkeit, echt super tief ins Thema einzusteigen und dann gucken, okay, welche Enzyme werden wann wie produziert, wenn das Leberglykogen zum Beispiel knapper wird. Ganz leer ist die Leber natürlich nicht, es gibt niemals diese radikalen Zustände. Dann beginnt die Leber den Energiezustand des Blutes anders zu managen, was wir dann eben physiologisch ausdrücken, dass die Leber beginnt, Ketonkörper ein wenig zu produzieren und das körperliche System anfängt anders zu arbeiten oder beginnt auch anders zu arbeiten. Und ich benutze extra solche, ich benutze ein paar andere Begriffe, also Begriffe, die von mir kommen, die ich so nicht kenne, von denen ich aber glaube, dass sie ein bisschen besser sind, weil es geht nicht darum, dass die Leber versucht, den Blutzuckerspiegel im Blut konstant zu halten. Klar, das ist das, wonach es daneben aussieht und das ist auch das, was die Leber quasi physiologisch tut, aber systemisch tut sie es nicht. Erklärung, das Gehirn hat eine Umwelt, die nicht einfach da draußen ist. Die Umwelt des Gehirns ist der Körper. Das heißt, es bekommt nur bestimmte Daten oder bestimmte Daten kann es aus seiner Umwelt abfragen. Und das ist zum Beispiel nicht hier irgendwie, dass hier irgendwie so ein Notizbuch bei mir jetzt rumliegt, sondern das, was das Gehirn an Daten vorliegen hat, sind einfach nur elektrische Impulse durch das Auge und solche Sachen wie Energiezustand des Blutes, damit ist nicht der Blutzucker gemeint, sondern das Verhältnis und die Menge von Laktat zum Beispiel. Laktat ist ein sehr wichtiger Energieträger für das Gehirn. Ketonkörper, Blutzucker, eventuell noch andere Sachen, aber darüber will ich an dieser Stelle jetzt nicht spekulieren. Das heißt, systemisch gesehen ist für das Gehirn nicht der Blutzucker, nicht der Ketonkörperspiegel und der ganz andere Kram interessant, sondern für das Gehirn ist eine Heuristik für den Energiezustand im Blut, des Blutes, ist dann interessant und darauf reagiert es. Neben ein paar anderen Sachen, also Beispiele werde ich gleich noch nennen, weil das Gehirn im Grunde verstehen muss, mit sehr wenig Daten, vor allem, es kann ja nicht alles messen. Also ich meine, das Gehirn ist nicht oder sollte nicht alles im Körper kontrollieren, sondern einfach nur Anstöße geben und hoffen, dass die Organe sich halt in entsprechender Weise selbst organisieren. Das ist ein bisschen, das ist systemtheoretisch interessant, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit in einem Video. Deswegen ist es, also systemisch ist es dann eben der Energiezustand im Blut als Heuristik dafür, was im Körper vor sich geht. Denn das Gehirn misst dann zum Beispiel solche Sachen wie Leptin und wenn im Gehirn Gehirn einfach eine gewisse Entzündung vorliegt und wir dann leptinresistent sind, dann kann das Gehirn quasi das Leptinsignal nicht sehen. Das heißt, das Gehirn denkt, oh, wir haben super wenig Körperfett, super wenig Energie in den Fettzellen, super wenig Fett in den Fettzellen. Ich brauche auf jeden Fall, also der Körper braucht mehr Saft, sonst geht der Körper kaputt und wenn der Körper kaputt geht, gehe ich kaputt. Es ist alles sehr indirekt, was mit dem Gehirn zu tun hat. Und solche Dinge, also
Und da merkt ihr schon, ich komme jetzt ins Labern, weil es eben sehr komplex ist und es hängt sehr stark davon ab, welche Perspektiven man einnimmt. Man kann eine physiologische Perspektive einnehmen, ah, das ist ein bisschen falsch, sagen wir mal eine biochemische Perspektive und dann jeden einzelnen Stoff irgendwie untersuchen, also sich damit auseinandersetzen, Ketonkörper hier, Laktat da, was ist, wenn Laktat vermehrt aufgenommen wird, dann wird eben Noradrenalin als Neurotransmitter vermehrt ausgeschüttet, was mit Ketonkörper, Glutamat geht runter und deswegen geht auch die der Zelltod wird ein bisschen anders gemacht, also die Gehirnzellen oder die Nervenzellen sind nicht mehr ganz so erregbar, also werden ein bisschen beruhigt, was wichtig ist, das ist nicht so, dass wir dann dümmer werden, sondern eigentlich klüger, weil ne, also eine Übererregung bedeutet mehr Rauschen und so weiter und so fort. Und man merkt, das ist halt riesenkompliziert. Von der systemischen Perspektive wird es halt ein bisschen einfacher, weil das Gehirn dann eben einfach nur Energie misst. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas, normalerweise wetter ich ja immer gegen die Energiebilanz. An dieser Stelle ist es eben eine Abstraktion, eine für mich sinnvolle Abstraktion, weil es eben auf der systemischen Ebene die Funktion von Laktat, Ketonkörpern, Blutzucker oder Glucose dann eben im Blut und so weiter eben auf einer vernünftigen Art und Weise abstrahiert und sich, oder im Modell kann man sich darüber bewusst sein, dass man und wie man bestimmte Dinge abstrahiert. Wenn man nämlich den Energiegehalt von Protein einfach nur nimmt, dann kommt man auf ganz andere Ergebnisse, als würde man alle anderen Effekte halt mit berücksichtigen. Deswegen ist die Energiebilanz ja eine unsinnige Betrachtungsweise der Ernährung. Wenn man die Energiebilanz mit berücksichtigt, nur auf die Energiebilanz guckt, dann werden Details verschwommen und man kann viele Dinge nicht erkennen. Und dann wird man sagen, also werden die Leute sagen, oh ja, aber ich achte ja noch auf ganz viele andere Sachen. Ne? Meine Energiebilanz wird nicht dadurch gedeckt, dass ich mir ein Kilo Zucker reinziehe pro Tag, sondern dadurch, dass ich echte Lebensmittel und so weiter eben zuführe. Aber dadurch wird die Energiebilanz als Messinstrument überflüssig. Denn wenn man die Makronährstoffe misst, dann hat man die Energiebilanz quasi mitgeführt und braucht sie nicht mehr, weil wenn man die einzelnen Kriterien für die Makronährstoffe dann in einer gewissen Art und Weise dann festgesetzt hat und versteht, was also welche Mengen man braucht und welche Mengen man ungefähr braucht und vor allem auch dem Körper oder sich in eine Umwelt gebracht hat, also den Körper in eine bestimmte Lage gebracht hat und seine Umwelt so gestaltet hat, dass man auch Selbstregulation zulassen kann, dann braucht man das Ding einfach nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass es auf rein wissenschaftlicher Seite absoluter Unsinn ist. Also es ist eine absolut ungerechtfertigte Verallgemeinerung. Ich wiederhole jetzt einfach mal, um das Thema halt jetzt abzuschließen. Wenn ich zum Beispiel, also wenn jemand sagt, warum nehme ich zu? Dann sagt jemand, ja, du nimmst halt mehr zu, nimmst mehr Kalorien auf, als du dann eben verbrauchst. Und das ist ungefähr genauso sinnvoll zu sagen, also auf die Antwort zu sagen, warum ist ein Bill Gates reich? Naja, der verdient halt mehr Geld, als er ausgibt. Ne, also ja, das ist geschenkt und ultimativ können wir die physikalischen Gesetze nicht brechen, es sei denn, wir zweifeln die an und das halte ich zu diesem Zeitpunkt für sehr unklug. Aber die Antwort ist halt dösig und man darf sich nicht einbilden, dass es eine sinnvolle Antwort ist. Ich sage nicht, es geht nicht darum, dass es eine falsche Antwort ist, sondern es geht darum, dass es eine unsinnvolle Antwort ist. Weil irgendetwas Richtiges zu sagen, ist nicht das gleiche als das Richtige zu sagen. Ein cleverer Spruch von Ido Portal ist das, ne? Saying a right thing is not the same thing as saying the right thing. Soweit quasi das Physiologische und deswegen möchte ich mich nicht auf das Physiologische konzentrieren, auch wenn ich jetzt fast 9 Minuten darüber gesprochen habe, weil das extrem davon abhängt, okay, von welcher Seite komme ich. Mich interessiert das Physiologische natürlich sehr, weil ich eben mich fachlich, wenn man so will, also hauptberuflich damit beschäftige. Wenn jemand aber, sagen wir mal, der ist Ingenieur für ist Wirtschaftsingenieur oder so und hat irgendwie einen Beruf, Familie und hat irgendwie ein Hobby, zeichnet zum Beispiel, also künstlerisch, nicht irgendwie bautechnisch, da muss man quasi das richtige Wissen lernen. Also das heißt, das Wissen, mit dem man möglichst viel anfangen kann. Weil das ist zum Beispiel eine
eine meiner Messinstrumente für bestimmte Dinge, nämlich das Verhältnis von Wissen auf der einen Seite und das Verhältnis von Umsetzung des Wissens und Gebrauch des Wissens auf der anderen Seite. Das heißt, jemand, der unglaublich viel weiß, aber nur mittelmäßig viel macht, ist deutlich schlechter dran als jemand, der wenig weiß und auch mittelmäßig eben macht, weil er nutzt sein Wissen eben besser, weil das Wissen an sich, das kann nicht schön und gut sein. Also ich meine, wenn man das als Hobby hat, dann ist es natürlich was anderes, dann geht es um den Spaß, den man dabei hat. Aber man soll sich nicht die Illusion machen, dass wenn man einfach eine Studie um Studie um Studie wälzt, dass das eben einen realen, positiven Effekt auf das Leben hat. Weil den realen, positiven Effekt auf das Leben, das hat nur das Tun, also das Denken als, sag mal, psychische Hygiene natürlich auch. Aber es ist eben ein Unterschied, was man eben machen möchte. Möchte man einfach nur sich intellektuell runterholen, dann mitten in die Materie rein, alles lesen, was es zu lesen gibt. Ich meine, ich mache es selber, ne? Also nicht, dass es irgendwie jetzt, dass ich da irgendwie meinen Vorwurf machen möchte, aber man darf sich eben nicht die Illusion machen, dass das ist, worauf es dann ankommt, um das Leben zu verbessern. Es gibt bestimmte Formen des Wissens, die sind vielversprechender. Heuristiken zum Beispiel sind viel, viel potenter, meistens in Handlungsanweisungen, als Theorien, vor allem Theorien bestimmter Natur. Aber dazu muss ich noch anders reden. Guck mal, jetzt habe ich schon recht viel gelabert. Kommen wir lieber zu den psychischen Dingen. Vergessen wir nicht, es geht jetzt noch nach wie vor um den Fastentag. Und es gibt, ich habe immer zwei Möglichkeiten, oder ich unterteile das einmal in zwei Arten des Fastentags. Es gibt einmal den Ruhefastentag und es gibt einmal den kognitiven Fastentag. Also wer diese Unterteilung, also meine sechs Unterteilungen, also Metaphysik der Gesundheit nicht kennt, den verweise ich jetzt einfach auf den Blog, Metaphysik zur Gesundheit, Grundlage auch des Buches Reflexion und Analyse, womit ich nach wie vor kämpfe, mit dem Meditieren und mit noch Sachen ergänzen und so. Oder auch rausschmeißen. Das eine ist eben, ich beginne mal einfach mit dem Ruhefastentag, ist einfach, wenn man isst und in diesen Modus kommt, also man muss halt natürlich seine Fastenfähigkeit ausgebildet haben, um in diesen Modus zu kommen, hat man unheimlich viel Zeit. Also die Zeit vergeht auch unheimlich langsam. So zumindest meine und auch die Erfahrung der meisten anderen. Man hat viel Ruhe und Muße und kann sich mit Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Reflexion, mit Dingen beschäftigen wie Meditation. Also das ist eine ganz einfache Empfehlung für einen Fastentag. Also wenn ihr natürlich dann die Fastenfähigkeit genügend ausgebildet habt, um nicht von Hunger und anderen Dingen, also auch psychische Fastenfähigkeit gehört natürlich dazu, wenn ihr das eben ausgebildet habt, fünfmal am Tag meditieren. Also ein bisschen so wie die Oldschool Bodybuilding Diet oder wie auch dieser große Schwachsinn mit dem Frequent Eating. Also Frühstück, Snack, Mittags, Snack, Abendessen. Das heißt, ihr esst den ganzen Tag nichts bis eben zum Abend und anstelle der Mahlzeiten, bis auf die Abendmahlzeit, aber davor müsst ihr es auch machen, macht ihr jeweils eine Meditationssession, nicht lang, 10, 20 Minuten oder so, und beobachtet einfach mal, wie sich eure innere Haltung und euer Wohlgefühl verändert. Ist eine ganz einfache Sache, den ganzen Tag nichts essen. Ihr müsst natürlich darauf vorbereitet sein, also nicht irgendwie komische Adrenalinattacken, nur weil der Körper denkt, dass es gerade zu Ende geht mit euch, weil ihr mal zwei Stunden nichts gegessen habt. Und solche Sachen natürlich ausgeschlossen, aber ihr werdet eine sehr, sehr interessante Veränderung dann eben auch feststellen. Eine andere Sache ist zum Beispiel dann eben auch reflektieren. Also das, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich setze mich eine Stunde einfach nur hin und denke. Also einfach nur gerade heraus denken, das ist etwas oder eine Fähigkeit, das zu können. Also nicht einfach nur zu grübeln oder so die Gedanken wandern zu lassen, sondern intensiv über eine Sache nachzudenken, muss man üben. Und eine für mich sehr wichtige Fähigkeit natürlich, also gerade im Bereich der Philosophie, sehr wichtig oder sehr nützlich. Man kann auch, und das gehört noch in den Bereich der Ruhe, wenn man es halt auf eine gewisse Art und Weise macht, also nicht um die Kognition. Zu Kognition kommt man ja eben gleich. Oder künstlerische Sachen, Spaziergänge, Wandern, also eine Sache, die ich sehr sinnvoll und heilsam eben empfinde, ist halt Wanderfasten, also nichts essen und einfach 3, 4, 5 Stunden wandern, nur mit Wasser.
Ich mache es ohne, weil ich eben glaube, dass auch periodisch Durst zu haben. Dann kann Erik, also ich, durch den bin ich auf den Trichter auch irgendwie gekommen, dass es ab und zu mal nicht schlecht sein oder dass es ab und zu gut ist, auch mal nichts zu trinken. Oder auch über längere Phasen nichts zu trinken. Also Wanderfasten, extrem gute Sache. Nicht zu schnell, ne? Also nicht, es das heißt nicht Marschierfasten, sondern eben Wanderfasten. All diese Dinge, also die ihr dann eben mit Ruhe verbindet, wie spazieren gehen, künstlerische Tätigkeiten, Lesen, Meditation und so weiter. In hoher Frequenz, in hohem Umfang, an einem Fastentag, ohne Zwang natürlich. Also es geht nicht um Hardcore-Meditation, sondern es geht um eine gewisse Haltung dabei. Unheimlicher Reset, also viele Leute gehen auf Retreats oder nehmen da irgendwelche Pilze oder so, also um quasi ihr Ego zu resetten, kann man auch so machen. Wenn man es richtig macht, kann man es auch einfach so machen, kostet nichts, kostet sogar weniger, also die Opportunitätskosten sind negativ, das bedeutet, wenn man nichts isst, gibt man nichts aus. Es sei denn, man gestaltet das Abendessen entsprechend umfangreich, aber muss man ja nicht machen. Das ist halt die eine Sache. Das andere, was ich jetzt mache, ist das kognitive Fasten. Das heißt, ich bin befreit von all den, vom Ballast des Essens, ja, ich sage das tatsächlich so. Nicht, dass ich mein Essen scheiße finde, aber das Fasten verschafft mir so viel Zeit, so viel Ruhe und auch so viel Zeit am Stück, mit so viel Fokus, dass ich mich da bestimmten Dingen widme und kognitives Fasten ist für mich ein Tag unheimlich guter Laune. Ich hoffe, es klappt jetzt und es kommt keine Werbung, denn das ist die Musik, die ich höre. Das höre ich tatsächlich den ganzen Tag. Stimmt nicht. Das höre ich auf jeden Fall schon seit morgens. Ich liebe Disco-Musik der 70er Jahre. Also eine unheimlich wichtige Sache ist es, sich meiner Meinung nach mit guten, positiven Dingen zu umgeben, selbst wenn sie nur virtuell sind. Also man sollte meiner Meinung nach nicht den ganzen Tag Gewaltspiele spielen, nicht den ganzen, also eine Vorliebe für Horrorfilme und so weiter. Also wenn man sie jeden Tag, also als Filmfreak vielleicht irgendwie so einen brutalen irgendwas Film guckt, man beobachtet auch da oder kann an sich selbst beobachten, dass eine gewisse Eskalation stattfindet und eine Abstumpfung, was für mich immer ein negatives Zeichen ist. Also habe ich selber, ich glaube mit 20, 21 oder so, das habe ich mit dem Gruß an Uli, du guckst es bestimmt nicht, aber trotzdem bist du gegrüßt, also mit dem Sänger meiner damaligen Band haben wir oft einen brutalen Film nach dem anderen uns reingezogen, also es ging von Action bis es irgendwann in so, also wirklich extrem brutal und dann irgendwann habe ich festgestellt, das ist einfach scheiße und habe ich aufgehört. Jedenfalls diese Disco-Musik zum Beispiel, also ist irgendwie witzig. Es gibt, also Disco-Musik ist für mich die Essenz der guten Laune. Vielleicht gibt es noch ein paar coole Sachen aus den 80ern oder 90ern. Dann hört es irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob mich das zum Oldie macht, dass es eben so bei mir ist. Jedenfalls schaffe ich mir meine stimulierende, gute Laune, kognitive Umgebung jetzt hier. Ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Ja, ich arbeite jetzt quasi noch, aber weil meine Arbeit eben so breit gefächert ist, suche ich mir die Dinge aus, auf die ich jetzt wirklich Bock habe. Wie jetzt, gerade eben habe ich in meinem Zettelkasten einfach nur geordnet. Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Ich habe jetzt hier in meinem Notizbuch, habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, ein paar Gedanken verfolgt, die ich auch später jetzt so mit einigen Klienten dann, oder die ich zusammen mit den Klienten dann noch ausarbeite, also für die dann ausarbeite und solche Sachen. Also ist es einfach ein Tag für mich, also ein kognitiver Tag, der vor allem von Spaß geprägt ist. Und weil ich diese Fastentage vor allem kognitiv gestalte, weil das auch das ist, was meinem Wesen eher entspricht. Also ich habe keinen, ich fühle mich wohl. Also ich fühle mich wohl in so einer High-Energy-Umgebung, die ich mir selbst schaffe. Also wie super intensive Sportanheiten, super intensives Denken, Arbeiten. Na, also ich bin einfach ein, sag mal, energetischer Mensch, habe kein Problem damit, an meine Grenzen zu gehen. Und das ist das, wo ich auflebe, wo ich aufblühe. Na, das ist halt, das ist da, wo ich Kontakt zu meiner Identität, also wie ganz intimen Kontakt eben aufbaue, weil ich mich vor allen Dingen mit bestimmten Aspekten der Philosophie beschäftige, bestimmten Aspekten der Betrachtung auf den Körper. Und so mache ich das dann eben auch sportlich. Ich mache die Dinge oder habe die Dinge so in meinen Trainingsplan eingebaut,
dass ich heute die Dinge mache, die mich absolut begeistern. Also wie sieht denn mein heutiges Training aus? Morgens, meine Morgenroutine besteht jetzt vor allen Dingen aus Meditation, viel Mobilisierung, also bis ich mich wirklich ganz locker fühle und so weiter. Ich habe mich noch nicht entschieden, welches Projekt ich wirklich angreife. Morgens mache ich dann immer quasi Projektarbeit, also im letzten Zyklus war es bei mir die Mobilität, da habe ich immer ein oder zwei Sätze, mehr nicht, ein oder zwei Sätze statische Übungen gemacht, also Vorübungen für den Straddle Planche und Front Lever und habe dann eben ballistisches Dehnen gemacht, dazu später irgendwann noch mal mehr, ein oder zwei Sätze einfach nur für bestimmte Gelenksmobilitätsaspekte und das ist dann eben quasi meine Morgenroutine. Dann natürlich konstant Zwischenroutinen und so weiter. Eine Mittagseinheit. Heute sieht so aus, dass ich Sprinttraining mache. Mein Sprinttraining ist sehr informell geworden, weil ich momentan ja auch keine Sprintbahn habe, auf einer Sprintbahn. Und vorher habe ich auch keine, also ich würde meine Schuhe zerfetzen dann einfach, wenn ich die Übungen jetzt da einfach auf dem Schotterweg mache. Ich habe halt einen Timer, also mein Sprinttraining dauert ungefähr 20 Minuten und ich mache verschiedene Distanzen, nicht über ein bisschen weite Schritte zu machen, Frequenzschritte zu machen, über halt besonders also den Bodenkontakt kurz zu halten und so weiter, aber alles auf einem nicht ebenen Weg. Also das heißt, es gibt viele Mikrovariationen und so weiter und das Sprinten, sagen wir mal, auf natürlichen, ich meine, das ist jetzt nicht natürlich, weil es einfach ein Weg ist, kein Tierwechsel oder so, Wildwechsel meine ich. Das Video wird wirklich länger. In Anführungsstrichen natürlich daneben. Direkt im Anschluss Handstandtraining. Das bedeutet, ich mache verschiedene Übungen, also um quasi konstanter, also mich konstanter immer oder mir zu helfen, konstanter in den Handstand zu kicken. Also es ist seltener vorkommt, dass ich halt nochmal umfalle und Handstand wirklich zu zweiter Natur wird. Plus jetzt einige Vorübungen für den Schweizer oder Handstand Press. Das ist quasi das, also was ihr kennt, wenn man einfach quasi ohne Schwung mit gestreckten Beinen in den Handstand kommt. Das sind halt so Sachen, die ich mache. Also das ist halt einfach das, was mich auch einfach begeistert. Dann kommt die Nachmittagseinheit. Die Nachmittagseinheit ist quasi nur Floreo und Locomotion Conditioning, die Ido Portal das, oder wo ich den Begriff habe ich zumindest von Ido Portal. Das heißt, ich beübe gerade Rotation into Low Bridge. Das war ein echt mega krasser Krampf für mich, das hinzukriegen, gerade hier von der Hüftbeweglichkeit, also vom Oberschenkel, die Schein. Das sind bei mir auch vom vielen Sitzen jahrelang und vernachlässigter Mobilisierung. Vernachlässiger Mobilisierung, aber mangels der intensiven Mobilisierung, weil so Problemzonen von mir sind super schwierig. Dann beginne ich so die ersten Flows zu machen, also bestimmte Sachen zu kombinieren, also wie zum Beispiel quasi ein Rad, sofort in die Rotation into Low Bridge, in den Rad zurück und dann Manner will ich nicht sagen, ist quasi einfach ein L-Sit auf dem Boden, ja, zurückgelehnt oder so. Könnt ihr mal gucken bei Ido Portal. Also die ersten Sachen probiere ich aus und Floreo ist im Grunde das, was mich momentan am meisten begeistert, so von den körperlichen Dingen. Und so sieht dann eben mein Fastentag aus. Das bedeutet, ich verbringe die Zeit damit, Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Ich umgebe mich mit Spaß, siehe Disco-Musik. Und auch körperlich, also und das dauert das ist recht lange, also das Sprinttraining mit dem Handstandtraining. Dauert ja so anderthalb Stunden ungefähr insgesamt, also Sprinten, Aufwärmen, Hinlaufen, also zum Dingens gehen und so weiter, also ich investiere anderthalb Stunden und auch das Floreo dauert nicht wesentlich kürzer, also nach dem ganzen Floreo kommt noch Lizard Walk und Catwalk und wir haben ja ein paar Brücken, auf denen kann man halt so bestimmte Hangelübungen dann eben machen und all so ein Kram mache ich dann eben, also das heißt, obwohl ich meinen Fastentag habe, trainiere ich weiterhin und auch, also witzigerweise ist das vom Volumen her, ist mein Fastentag tatsächlich der intensivste Tag.
Hat auch ein bisschen andere Gründe. Aber da seht ihr einmal am Beispiel, wie man so einen Fastentag eben gestalten kann, auch mit den anderen Sachen, also Ruhe oder Kognition. Und benutzt diesen Fastentag am besten, um quasi das ganze, also das ganze Paket zu haben. Es ist im Grunde, das Ding ist, also wir haben viele verschiedene Faktoren, also wir haben Ernährung, wir haben Bewegung und so weiter und so fort. Aber was ihr machen wollt, ist halt immer quasi so ganzheitliche Module daraus zu bauen. Also wie zum Beispiel bei mir, das ist einfach der Fastentag. An meinem Fastentag mache ich bestimmte Dinge und es passt alles zusammen einfach und dadurch wird der ganze Fastentag auch ein ganz anderes Erlebnis. Das kann man für gewöhnliche Tage machen, das kann man für einen Arbeitstag machen und so weiter. Jedenfalls ist das so, wie ich das mit meinem Fastentag mache, ein mega langes Video, aber könnt ihr euch einfach runterladen und dann auf dem MP3-Player hören. Jedenfalls, ciao.